Sehr geehrte Damen und Herren, unklare Lidschwellung ist das Thema, das ein 11-jähriges Mädchen zu uns notfallmäßig in die Kindersprechstunde führte. Das Mädchen gab eine zunehmende Schwellung und Schmerzen seit 2 Wochen am rechten Auge an. Am Vortag hatte es auch Ohrschmerzen gehabt. Es war soweit gesund, hatte vor einem Monat etwa einen grippalen Infekt gehabt und wegen dieser Schwellung hat es vom Hausarzt eine antibiotische Salbe bekommen, die keinerlei Besserung gebracht hat. Die Funktion der beiden Augen war uneingeschränkt. Wenn man sich das Bild anguckt, kann man sehen, dass sich am rechten Auge eine Ptosis sowie eine Oberlidschwellung zeigte und beim Tasten war ein drucksolenter Tumor im Oberlid zu merken. Wir haben das Kind dann stationär aufgenommen für weitere Diagnostik und Behandlung. Es fiel auf, dass es erhöhte Entzündungsparameter im Labor hatte. Es wurde ferner ein Bindehautabstrich durchgeführt und eine körperliche Untersuchung, die unauffällig war. Das Kind hatte kein Fieber. Im durchgeführten MRT kann man sehen, eine deutliche Schwellung und Kontrastmittelanreichung der Augenlider sowie der periorbitalen Weichteile. Und die Arbeitsdiagnose der Radiologen war dann periorbitalphlegmone, sodass wir dann das Kind auch mit Antibiotika behandelt haben. Zusätzlich haben wir noch weitere Laborparameter abgenommen, um andere autoimmune oder infektiöse Differentialdiagnosen auszuschließen. Es wurde dann leider nicht besser, sondern eher schlechter. Die Lidspaltenweite nahm ab und nach 7 Tagen haben wir uns dann für eine Operation zur Gewinnung einer Biopsie entschlossen. Die Operation war komplikationslos, bis auf dass der Tumor, hier sehen wir Bilder aus der Operation, leider nicht ganz entfernt werden konnte. Am ersten Tag nach der Operation war es besser, wir waren eigentlich ganz zufrieden, aber leider ist dann am dritten Tag eine deutliche Verschlechterung aufgetreten, das Auge war komplett zu und das korrelierte dann auch mit dem durchgeführten MRT, dass es eine zunehmende periorbitale Schwellung rechts gab und weiterhin Arbeitsdiagnose diffus entzündliches Geschehen. Nun gut, jetzt kam dann der Histologbefund und da kam raus eine chronisch granulierende und granulomatöse Entzündung des Weichteilgewebes. Ferner bestand kein Anhalt für Malignität. Wir hatten auch weiteres Labor abgenommen und da kamen auch Auffälligkeiten heraus. Wir hatten eine erhöhte Myelopexidase, die P-Anker waren erhöht und das Kind hatte eine Mikrohämaturie. In Zusammenschau dieser Ergebnisse haben wir uns dann für die Diagnose einer granulomatösen Polyangitis entschieden. Die Polyangitis Granulomatose auch genannt oder Wegener Granulomatose ist eine Autoimmunsystemerkrankung, relativ selten der Gefäße und diese führt dann zur Nekrotisierung und zur Granulombildung. Bei Krankheitsbeginn sind die Probleme bzw. Auffälligkeiten meist in den oberen Atemwegen zu sehen, ferner auch in den unteren Atemwegen. Es kann auch eine Nierenbeteiligung auftreten sowie Gelenkbeschwerden, Augenproblematiken sind eher selten beschrieben. Diagnose wird anhand der europäischen Rheumalider dann gestellt, wenn 3 von den 6 Diagnosekriterien erfüllt werden. Das waren bei uns zum einen der pathologische Urinbefund, die Mikrohämaturie, zum anderen die granulomatös nachgewiesene Entzündung im Biopsiepräparat durch die Histopathologie und zum dritten ein positives Vorhandensein von P-Anker. Die Therapie ist logischerweise immunsupprimierend mittels Prednison und MTX. In schweren Fällen sollte Rituximab oder Cyclophosphamid erwogen werden. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben Körpergewicht adaptiert mit Cortison behandelt und es kam dann innerhalb von wenigen Tagen zu einer deutlichen Besserung des Befundes. Glücklicherweise konnte bei weiteren Untersuchungen eine generalisierte Organbeteiligung ausgeschlossen werden. Im Verlauf wurde das Cortison dann auf MTX und bei Leberwerterhöhung auf Azathioprin umgestellt und über ein Jahr gab es keine weiteren Probleme mehr bei diesem Mädchen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das ist sicherlich eine gute Überleitung zum nächsten Programmpunkt der Kinderophthalmologie und wünsche eine schöne Frühstückspause.